Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Jens von Kochhelden TV und heute habe ich mir überlegt, wir machen was, was wir noch nie gemacht haben. Was zum Snacken, was zum Knabbern. Wir backen schon wieder. Kochen ist nicht backen, ich weiß, aber wir backen heute trotzdem was. Es gibt Müsli-Cookies mit Cranberries. Mega lecker, super schnell, ich zeige euch, wie das geht. Yeah. Und die Cranberries brauchen auch gar nicht so viele Zutaten. Also vielleicht schon, ich sage euch die jetzt mal. Eine Banane, 100 Milliliter Kokosöl, 2 Eier. Außerdem 180 Gramm Haferflocken, 100 Gramm Dinkelmehl, 80 Gramm Rohrzucker, 1 Teelöffel Backpulver. In der blauen Ecke eine Prise Salz. 125 Gramm getrocknete Cranberries, die bekommt ihr im Supermarkt. 2 Esslöffel Leinsamen, okay, die bekommt ihr auch im Supermarkt. 3 Esslöffel Kokosflocken, 1/2 Teelöffel Zimt, 60 Gramm Mandeln. Und das war's und los geht's. Beim Backen wieder ganz wichtig, dass ihr einen heißen Ofen habt. 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Den Backofen bitte vorheizen. Und dann legen wir los mit den festen Zutaten. Erst die festen Zutaten miteinander vermischen und dann die flüssigen und dann die flüssigen in die festen. Eigentlich ganz einfach, oder? Ich starte durch mit diesen Haferflöckchen, rein in den Eimer, dazu das Dinkelmehl, den Rohrzucker, damit es ein bisschen süßer wird, Backpulver, dann einen Esslöffel gehäuften Leinsamen, oh, noch ein, kann ja nicht schaden, Kokosflocken dazu, zack, der Zimt. Was habe ich vergessen? Die Cranberries fehlen noch. Die kommen mit rein. Und die Mandeln. Mandeln sehen im Normalfall so aus. Die hacken wir uns jetzt noch klein. Einfach dazu schmeißen. Ei, das wird so gesund, das Zeug. Aber gesund darf man ja nicht mehr sagen. Die in Brüssel haben entschieden, gesund, damit darf man keine Werbung mehr machen. Es heißt jetzt, diese Cookies tragen zu einer ausgewogenen Ernährung bei. Alles einmal umrühren. Zweite Schüssel. Eine Banane. Öffnen wie das Äffchen. Zack. Das Öl dazu. Aber vielleicht hätten wir es auch erst verdrücken sollen. Zerdrücken. Egal, ich zerdrück's jetzt. Kann ja nicht schaden, ist ja wurscht. Sobald ihr hier einen lahmen Arm bekommt, aufhören. Eier dazu. 2 Stück. 1. 2. Ja, dann geht's wieder los mit dem lustigen Verrühren, ne? So, Prise Salz fehlt noch. Und jetzt die feuchten Zutaten zu den trockenen. Und ihr wisst auch jetzt, was gleich schon wieder kommt. Hände waschen und abtauchen in die Tiefe des Teiges. So, und schaut euch das jetzt mal an hier. Das ist jetzt ein richtiger Teig. Da müsst ihr euch auch ein bisschen Mühe geben. Also das geht hier nicht ohne Kraft ab, die Nummer. Der wird jetzt richtig schön teigig und fest. So, der Teig ist fertig. Ich wasche mir mal wieder die Hände, weil jetzt sehe ich aus wie jemand, der im Teig geknetet hat. So, da bin ich wieder. Saubere Hände. Es geht weiter. Einmal ein bisschen alles zur Seite räumen. Weg mit euch. Ein Backblech mit Backpapier drauf. Dann schnappt ihr euch 2 Löffel und baut euch jetzt hier mit den Löffeln so eine kleine Nocke, so eine Teignocke und streift die aufs Backblech.
Aber mit dem Bauen von den Plätzchen sei da jetzt einen Moment beschäftigt. Die Cookies sind halt echt wirklich wunderbar. Die kannst du abends zum Fernsehen mal snacken. Ihr könnt die euren Kindern mitgeben. Die sind ziemlich ausgewogen. So, wenn ihr damit fertig seid, also fertig seid ihr nach dem ersten Blech noch lange nicht. Es sind ungefähr 2 Bleche, die aus dieser Menge rauskommen. Wenn ihr damit, also mit dem ersten fertig seid, holt ihr euch das nochmal ran. Wascht euch die Hände und habt dann idealerweise feuchte Finger, feuchte Hände und drückt die dann nochmal so ein bisschen etwas breit, damit die nicht so hoch sind, sondern dass sie richtig schön durchbacken, dass sie ungefähr alle die gleiche Höhe haben. Jetzt alles fertig, platt gedrückt. Das heißt, die Kekse hier gehen jetzt für ungefähr 20, 25 Minuten in den Ofen. Ober-Unterhitze 180 Grad. Ich freue mich schon. So, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt, beziehungsweise wo ich hier was aus dem Ofen raushol. 25 Minuten sind rum. Die Müsli-Cookies sind fertig. Ich bin gespannt. Sieht gut aus. Sind lecker. Hi. Und sehr geil. Mehr heiß als geil, aber doch, ist gut. So einfach geht das. Kleiner leckerer Snack für abends für die Kids zu mitnehmen. Für den Mann könnt ihr mal was Gesundes, oh gesund darf ich nicht sagen, was Ausgewogenes unterjubeln. Das war's. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch für dieses Video gebt. Dankeschön.